Dankeschön. Die zwei, jawohl, kein Thema. Das sind dann 79,43. Haben Sie die Payback-Karte oder unsere Clubkarte? Okay, dann einmal kurz. Einmal kurz scannen. Jawohl, vielen Dank. Und dann die Frage, ob mit Karte oder Bar. Mit Karte gerne. Dann bitte einmal einstecken oder drauflegen. Und dann der 4. Nochmal bitte versuchen. Einen Moment. Nochmal bitte. Das war ungültig. Nochmal bitte. Nee, der zeigt mir wieder ungültig an. Nee, der zeigt mir wieder an, dass da ein Fehler ist. Bitte nochmal anders versuchen. Bitte nochmal reinstecken jetzt. Genau so rum. Nee, er zeigt mir an, Karte ungültig. Darf ich die Karte einmal kurz sehen? Ja, zeigen Sie mal her. Was soll das? Die kann nicht funktionieren. Warum nicht? Schauen Sie mal. 12,20. Die ist schon... Ja, 3 Jahre und noch ein paar Wochen abgelaufen. Die ist nicht mehr gültig. Damit müssten Sie doch allgemein Probleme haben, oder? Also, Sie kommen doch auch in Läden. Echt, wir haben 2024. Die ist bis 12,20 gültig. Wie kamen Sie überhaupt noch damit klar? Ach, Sie zahlen nie mit Karte. Ja, das wundert mich nicht. Das merke ich gerade wohl auch. Haben Sie denn genug Bargeld dabei? Ja, haben Sie nicht. Doch, haben Sie. Ach so. Okay, ich habe akustisch gerade nicht verstanden. Okay, dann einmal die Karte zurück. Warten Sie mal. Es ist aber wirklich... Ja, es ist 12,20. Das, also, ich bin ganz ehrlich, das habe ich so in der Form noch nie erlebt, dass jemand so eine alte Karte mir versucht, hier unter zu jubeln. Einmal Ihre Karte zurück. Bitteschön. Okay, dann Bargeld, ja. Jawohl. Wunderbar. Brauchen Sie eine Quittung? Keine, okay. Dann, was? Okay, Sie haben noch Interesse an anderen Sachen. Was wollen Sie denn? Ein Kaffee. Kein Problem. Möchten Sie einen hier trinken? Order to go. To go, kein Thema. Was möchten Sie denn für einen haben? Wir bieten an ganz normalen Kaffee, also Kaffeehaag und alles auch. Einen Latte Macchiato, einen Kaffeecreme, einen Espresso. Boah, ich glaube, das ist erstmal so die Grundlage. Okay, ja klar. Milch, Zucker, irgendwas Spezielles noch rein. Geschüttelt, nicht gerührt. Alles klar, bekommen Sie, kein Thema. Möchten Sie das Ganze in einem Mehrwegbecher? Trinken Sie häufiger Kaffee to go? Der Punkt ist der, damit sparen Sie nicht nur bei uns, sondern bei vielen teilnehmenden Partnern. Ja doch, das ist in der Theorie meistens so, dass man da ein paar Cent weniger zahlt. Okay, dann bekommen Sie das. Zack, zack, zack. Gut, dann dauert es einen Moment.
Darf es noch etwas zu snacken sein? Wir bieten natürlich alle Arten von Essen an. Wir bieten das ein oder andere an Backwaren an, das ist ja klar. Also Brötchen, auch ein paar belegte, ein paar Croissants, so ein Schnitzel bieten wir auch an. Auf so einem Schnitzelbrötchen immer gute Sache, richtig gute Sache. Frikadellen, Bockwürstchen, wir bieten auch sowas wie Laugenstangen an. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier, Würstchen im Schlafrock natürlich auch. Gar kein Problem. Aber sonst natürlich auch die etwas süßeren Sachen. Das bedeutet, wir bieten auch Süßigkeiten an. Also, Sie können natürlich auch, das ist ja da vorne auch viel, wenn ich das so sehe, sowas wie Riegel hier, ja. Also ein einfaches Kinderriegel-Teil hier, so ein Muppet, bekommen Sie auch bei uns. Kostet 80 Cent. Natürlich sind die etwas teurer als im Laden, wenn man 11 Stück oder 18 Stück kauft, ist ja klar. Wir sind hier aber auch an der Tanke. Hier ist wie am Bahnhof, ist ein bisschen teurer einfach. Hier auch ordentlich schließen, sodass das Ganze auch schön zu ist und die Wärme auch schön drin hält. Das ist auch deutlich besser als bei einem To-Go-Becher. Und wie gesagt, einfach immer den Becher mitnehmen und anderen dann Bescheid sagen. Und dann ist es auch relativ simpel alles, dass man da das Geld eben sparen kann. Dann Prost, würde ich mal behaupten. Ich wollte gerade sagen zur Mitte und zum Zack-Zack, aber aus jugendtechnischen Gründen lasse ich das jetzt mal so. Ich hatte das schon angedeutet, Kinderriegel, natürlich nur ein Beispiel. Ein einfaches Beispiel. Wir bieten die gesamte Auswahl an Klassikern an. Von Kinderriegel über Duplos. Aber natürlich auch solche Sachen wie Mars, Twix, Snickers, Bounty, M&M's, Skittles, Beefies, Beefy Rolls, Beefy XXL, Beefy Spicy, Beefy Turkey, Beefy Vegan. Ich könnte ja jetzt gefühlt den ganzen Laden aufzählen. Sie können sich ja aber auch einfach mal umgucken. Und dann sehen Sie ja hier schon genug. Ich meine, das ist ja das ganz kleinste Problem. Ich meine, wir bieten auch komplette Tafeln an oder komplette Packungsgrößen, auch zum Beispiel natürlich salzige Dinge, wenn es Richtung Chips gehen soll. Ich weiß nicht, sind Sie eher der Chips-salzige Typ oder der Schokoladen-Gummibärchen-süße Typ? Was ist die präferierte Art und Weise? Ah, okay, weil zum Beispiel gibt es natürlich auch hier Schokobons. Geil. Ich meine, wenn die nicht Premium sind, was ist es dann? Sagen wir mal ganz ehrlich. Also das. Fantastisch.
natürlich auch optimal an, Leuten einfach mal ein oder zwei abzugeben. Hier sind mindestens 48 Stück drin. Wenn man die aufisst alleine, hat man auf jeden Fall gut was gegessen, wenn man die an einem Tag aufisst. Das wäre eine Ansage. Man hätte einen guten Tag auf jeden Fall. Safe. Ich weiß nicht, wie das danach auf dem stillen Örtchen aussieht. Ich will es aber auch gar nicht wissen, bin ich ehrlich. Muss ich nicht haben, muss ich nicht wissen. Dankeschön. Ist aber auch nur ein Beispiel halt für viele Sachen, ja. Also, ansonsten, natürlich, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Getränke, genau, Getränke, mein Gott. Hatte ich gerade, haben Sie es gemerkt? Ich hatte gerade echt so einen Lag im Gehirn. So richtig so. Ja, das passiert dem Besten wohl. Nein, ansonsten natürlich Getränke vorwiegend, also. Logisch. Meistverkaufte wahrscheinlich neben Wasser. Die simple Coca-Cola. So, man merkt, dass die in ein paar Tage schon herproduziert wurde. Da ist noch Weihnachten drauf. Ich glaube aber, in dem Datumsbereich, wo wir uns gerade befinden, ist das noch akzeptabel. Wenn das jetzt im März, April hier stehen würde, weiß ich nicht. Das muss dann eventuell schon weg sein. Besser. Also es ist bis Mai 24 mindestens haltbar. So ist es jetzt nicht. Also bis Ende. Genau. Wir haben natürlich auch die Sondervarianten dessen. Also wenn ich mal als Beispiel jetzt das, ich zeige natürlich nur das, was ich jetzt gerade hier stehen habe, bedeutet, wir haben noch weitere Varianten. Die sind dann aber in der Tanke hier irgendwo halt überall. Zum Beispiel Coca-Cola, Vanille. Ja. Das ist jetzt hier die 1,25 Liter Pulle. Gibt es ja auch viele Fans von. Ich persönlich, das ist aber nur ein eigener Geschmack, mag das sehr, 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 sehr gerne. Problem ist nur dabei, ich persönlich habe das Gefühl, wenn man mehr davon auf einmal trinkt, dann wird der Vanillegeschmack immer weniger und dadurch wird das halt nicht mehr so besonders, was dann blöd ist. Das ist doof, das ist genauso, das meinte ich dann. Das nimmt einem das weg. Und das finde ich irgendwie frustrierend. Ich glaube, das ist fast der richtige Begriff dafür. Es ist frustrierend. Leute, soll es ja geben. Es gibt ja auch welche, die stehen eher auf Pepsi-Cola. Die haben wir natürlich auch am Start. In dem Fall jetzt.
Pepsi Zero Zucker. Das ist die ursprüngliche Pepsi Max. Das ist ja einheitlich gebrandet worden auf Pepsi Zero Zucker. Das ist also immer noch das Gleiche, wie es früher war. Nur eben jetzt mit anderem Namen. Also mit anderer Betitelung. Es ist nicht mehr nur Pepsi Max, sondern Zero Zucker. Ja. Gesundheit. Gesundheit. Brauchen Sie ein Taschentuch? Kein Problem. Kommen Sie her, warten Sie mal. Möchten Sie eins haben? Bitteschön. Sehr gerne doch. Kein Problem. Wenn Sie noch eins brauchen sollten, sagen Sie bitte Bescheid. Boah, jetzt juckt mir. Boah, da fängt mir auch schon an, die Nase zu jucken. Würde der Deutsche sagen, das geht momentan mal wieder rum. Das ist so. Momentan sind tatsächlich aber relativ viele immer mal wieder so ein bisschen erkältet. Ist aber auch, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch fast nicht verwunderlich. Ich meine, wir hatten teilweise, also ich weiß von minus 11 Grad, in denen ich aktiv auch Sport gemacht habe, da ist es dann wirklich auch passiert, dass meine Handschuhe, also so Vollhandschuhe, eingefroren sind. Die sind richtig, die sind weiß geworden. So, und jetzt haben wir gerade, jetzt gerade haben wir 8 Grad. Also das sind mal eben 18 Grad Unterschied und da soll sich der Körper mal irgendwie noch dran gewöhnen. Genau, und das passiert dann so schnell, dass wir uns, ja, einfangen. Übrigens, wir werden nicht von Kälte krank. Nicht den Fehler machen. Wir werden davon krank, dass wir Bakterien irgendwo haben und die dann durch Tätscheln halt in den Körper bekommen. Die Kälte kann uns höchstens anfälliger machen. Ja, da haben sie was gelernt, was? Ja. Aber hier, Pepsi, da wollte ich ursprünglich drauf hinaus. Ist natürlich auch kein Problem. Können Sie auch sehr gerne haben. Wir haben natürlich, muss man dazu sagen, auch die Variante mit Zucker, mit Kalorien. Gar kein Problem. Können Sie jederzeit natürlich auch gerne haben. Ich meine, wie gesagt, im Laden hier haben wir sowieso alles, was das Herz begehrt. Sowohl im Essens- als auch Trinkensbereich. Von daher ist das gar kein Problem. Ach du heiliger Gott. Nein, 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 nein. Nichts bei Ihnen. Keine Sorge. Keine Sorge. Bei Ihnen ist alles super. Aber drehen Sie sich mal um. Moment einmal, Moment einmal, Moment einmal. Hallo? Ja, immer kannst du mir einen Gefallen tun. Kannst du mal kurz für 10 Minuten vorbeikommen? Potenziell habe ich mich etwas verquatscht. Ja, genau. Genau, eine Person vor mir hat ursprünglich mir eine Karte, überleg mal, von 2020 andrehen wollen. Wollte damit bezahlen. Ist auch geil, oder? Ja. Und, ja, potenziell habe ich mich etwas verquatscht. Würdest du kurz vorbeikommen und ein bisschen das mit abarbeiten? Weil die Leute stehen mittlerweile bis draußen. Kein Spaß. Das wäre super nett von dir. Ich danke dir. Essen geht heute Abend auf mich. Alles klar, mach's gut. Bis gleich. Ciao. Ups. Da habe ich wohl etwas die Zeit vergessen. Nun gut, dann, wenn Sie möchten, schauen Sie gerne noch. Aber ich müsste jetzt dringend weitermachen, weil sonst bekommen wir gleich ein ganz anderes Problem, okay? Alles klar, falls Sie uns nicht mehr sehen sollten, einen schönen Tag noch. Danke, ciao.